gesagt, ich will noch ein Aufgebraucht-Video für euch machen. Und wir fangen auch gleich mal an. Im Juli ist leider extrem wenig leer worden. Ich weiß nicht, da hatte ich irgendwie so eine kleine Flaute. Dafür wird es jetzt im August urviel leer. Deswegen bin ich froh, wenn ich die Sachen auch entsorgen kann. Ich glaube, dass ich sie auch nicht mehr fotografieren werde. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht. Und ich habe auch heute oder gestern auf meinem Blog, glaube ich, geschaut. Gestern, glaube ich, war das und habe gesehen, dass man die Bilder gar nicht mehr sieht. Und ich habe ja trotzdem noch weiterhin fotografiert, weil ich mir gedacht habe, irgendwann wird es sicher nochmal funktionieren. Und nein, es funktioniert nicht. Und ich glaube, heute ist das erste Mal, wo ich das einfach so weghaue, ohne es zu fotografieren, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Ja, das wollte ich euch nur mal so sagen. Weil ich ja in den letzten Aufgebraucht auch gejammert habe, warum ich überhaupt die Sachen nochmal fotografiere. Weil jetzt wird es schon dunkel und dann müsste ich warten, bis ich morgen fotografieren kann. Und ich habe auf das keinen Bock. Ich will das so schnell wie möglich entsorgen. Und ich zeige es euch ja eh im Video, also ist es, glaube ich, egal. Ja. Ich möchte nämlich die Sachen unbedingt loswerden. Im Live-Video waren vor kurzem auch wer extrem schockiert, dass ich noch die Sachen vom Aufgebraucht rumstehen habe in der Wohnung. Und ich will das loswerden. Ich will das unbedingt loswerden. So, fangen wir auch gleich mal an, weil es ist wirklich nicht viel und ich versuche aber mich zu zügeln und das nicht so schnell runterzurattern. Wartebeds habe ich wieder aufgebraucht. Ist ja nicht so spannend. Hauen wir gleich rein. Da sind die großen. Dann, das kennt ihr ja eh auswendig, habe ich zweimal diese Tücher aufgebraucht. Die Kokosnuss, die ekelhaft ausschaut. Moment kurz. Da pickt nämlich ein Haar von mir und das muss ich ja nicht unbedingt zeigen. Einmal die Kokos wieder aufgebraucht und einmal die Ananas wieder aufgebraucht. Also beide finde ich extrem gut. Die Ananas kann ich mir halt nur so lange nachkaufen, wie ich es halt habe. Aber, also beziehungsweise im Sortiment sind. Aber ja, die Ananas mag ich extrem gerne, muss ich echt sagen. Ja, dann habe ich einen Seifenverschleiß schon wieder in letzter Zeit. Also ich habe aber, glaube ich, eine Seife mit meinem Papa teilt und mit meinem Bruder, weil die hatten keine mehr, weil sie vergessen haben, also mein Papa hat vergessen, eine zu kaufen. Und da habe ich die geteilt, glaube ich, mit ihm. Da habe ich ein bisschen was bei mir reingefüllt und ein bisschen was bei denen reingefüllt drüben. Und die finde ich gut. Das ist die American Roadside. Noch was richtig? Steht nicht da. Mit unverwechselbarem Duft. Aber die riecht extrem gut. Und ich glaube, das ist auch die, die meine Schwester mir gezeigt hat, was ihr gut gefällt. Und die riecht echt geil. Die habe ich jetzt sogar wieder in Verwendung. Dann habe ich einmal die hier. Das ist die Cosmo Tropical. Die fand ich jetzt nicht so geil. Die hat mir nicht so gut gefallen. Die habe ich mir auch, glaube ich, jetzt nicht nochmal nachgekauft. Irgendwas rinnt schon wieder aus in meiner Tüte. Die fand ich jetzt nicht so gut. Deswegen habe ich sie mir nicht nachgekauft. Ich weiß nicht, da hat mir einfach der Duft nicht gefallen. Ich fand einfach, die riecht nach gar nichts. Weil da steht auch mit elektrisierendem Duft. Aber die fand ich jetzt nicht so geil. Da gefällt mir die andere besser. Ja, dann habe ich ein Duschgel aufgebraucht. Das ist das Buttermilk in Papaya Passion. Feuer und Flamme. Das ist ein ganz, ganz altes Duschgel. Kennt ihr noch sicher aus meinen Sammlungsvideos. Ich wollte das einfach aufbrauchen, weil, ja, es ist schon extrem alt gewesen. Und es war aber noch gut. Es war mal von Hofer, das habe ich mir von einer damaligen Freundin geschenkt bekommen. Das war gut, aber das gibt es eh nicht mehr. Aber es war nicht schlecht. Es ging mir schon ein bisschen auf der Hälfte, glaube ich, ging es mir schon ein bisschen auf den Nerv. Aber es war nicht schlecht. Und ich will einfach meine Duschgelsammlung verkleinern. Es ist einfach so. Ich will es unbedingt kleiner werden lassen. Da ist alles ekelhaft da drin. Das kann man gar nicht mehr fotografieren, so eklig schaut das aus. Dann habe ich eine Crememaske aufgebraucht von Balea. Das war, glaube ich, sogar meine letzte Kirsche. Ja. Aber es gibt jetzt eh urgeile neue Sorten von denen. Also brauche ich mich jetzt irgendwie nicht beschweren. Aber das war halt meine Liebste. Dann habe ich aufgebraucht eine Asam-Maske. Die fand ich auch gut. Die Asam sind echt nicht schlecht. Das war die Glättungsmaske. Die braucht jetzt zwar nicht jeder. Ich eigentlich auch noch nicht wirklich, würde ich sagen. Aber die war wirklich gut. Ich bin froh, dass ich sie probieren habe können. Dann habe ich eine Probe aufgebraucht von Clarins Double Serum. Das, was ich extrem geil finde, das Serum. Sieht also innen sieht so aus. Man musste das in der Mitte, also oben aufschneiden und die beiden kann man dann ineinander vermischen. Und so sieht das Produkt generell aus. Ich liebe es. Wir haben es auf einer Schulung mal wieder geschenkt bekommen. Und ich liebe dieses Produkt. Das ist das Beste, was es gibt. Es ist halt extrem teuer. Es ist wirklich teuer. Und deswegen war ich mir auch zu faul, irgendwie auch das nachzukaufen. Weil es halt extrem, extrem teuer ist. Aber es ist echt gut. Es ist wirklich gut. Aber halt sehr teuer. Ich habe halt Glück, dass ich Proben gehabt habe und dass ich dann das Original bald verwenden kann. Also ja. Aber zuerst will ich meine ganzen Proben mal leer machen. Als nächstes habe ich einen Badezusatz leer gemacht. Ich muss nur mal gucken, dass er keinen Lippenstift auf mein Zehen klebt.
Das war dieses Tete-Sept Kokosmilch mit verwöhnendem Schaum. So sieht das aus. War nicht schlecht. Die hatte ich früher immer gerne und ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe, die nachzukaufen. Weil die fand ich echt gut immer. Und deswegen habe ich mir mal vor meinem Urlaub die gekauft und ja. No-Stripes habe ich auch wieder aufgebraucht. Glaube ich, muss ich mir bald wieder nachkaufen. Die mag ich aber auch extrem gerne. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Das sind diese Biore No-Stripes. Kennt ihr eh, die liebe ich extrem. Ich räume mal aus, weil so viel ist es nicht mehr. So, zeigen wir euch mal zuerst die beiden Sachen, sonst vergesse ich die vielleicht. Ich habe das in meinem Spind gehabt, das Deo. Das war das Water Mint and Melon Body Deo Spray. Das war echt geil und das ist leider limitiert. Und ich glaube, das geht schon aus dem Sortiment. Ich sollte mir das bald nachkaufen. Weil das ist nicht schlecht gewesen. Das hat auch, habe ich gesehen, dass die Daniel sich sogar auch kauft. Ich finde das nämlich extrem gut und ich sollte schauen, ob es davon ja noch Backups gibt. Ich finde die Verpackung auch so schön. Also Aveo und Verpackungen ist einfach unschlagbar. So wie Balea. Also die zwei schenken sich wirklich nichts, finde ich. Da habe ich nämlich den Rasierschaum aufgebraucht mit White Chocolate. Habe ich Gott sei Dank noch zwei Backups, glaube ich. Aber die will ich mir dann für den Winter aufheben, weil ich habe mir auch andere gekauft. Rasiergel wieder und so. Und die hebe ich mir für den Winter auf. Weil die White Chocolate Serie, die war wirklich geil. Aber die gibt es ja nicht mehr. Dann habe ich aufgebraucht, das habe ich euch erst vor kurzem im Haul-Video gezeigt, das Duschgel von Yves Rocher. Das riecht so gut. Aber ich habe mir jetzt wieder so viel gekauft. Boah, ich finde das aber riecht so gut. Boah, ich warte vielleicht, ob das vielleicht in Sale kommt. Aber das war so gut, das Duschgel. Ich finde das echt, echt, echt gut. Ich werde mir das vielleicht abfotografieren, bevor ich das da reinwerfe, damit ich nicht vergesse, mir das nachzukaufen, weil das war extrem gut. Und ich glaube aber, das ist limitiert. Dann habe ich einen Primer aufgebraucht als Probe. Ich habe so viele Proben, ich muss die endlich loswerden. Ich glaube, ich habe die sogar noch einmal. Ja. Muss ich auch aufbrauchen, so wie meine Make-up-Proben. Weil ich bin ziemlich brav am Make-up-Proben aufbrauchen. Zumindest war ich es im Juli. Im August habe ich bis jetzt noch keine verwendet, weil die verwende ich meistens immer, wenn ich arbeiten gehe. Die war aber gar nicht so schlecht, die von Misha. Die ist wirklich nicht schlecht. Aber ich habe genug Make-up. Ich muss das mal alles leer machen. Dann habe ich eine Duftprobe aufgebraucht von Chanel. Das ist das Coco Mademoiselle. Ich muss sagen, ich mag den Duft nicht mehr. Ich habe den früher geliebt, Anfangszeit von YouTube. Wo ich angefangen habe mit YouTube, habe ich nur von dem Parfum geredet. Nur von Coco Mademoiselle. Und ich wollte noch immer haben. Immer. Ich habe mich urgefreut jedes Mal, wenn ich so viele Proben davon gekriegt habe. Und wollte den wirklich in Originalgröße haben. Das ist ja der Lieblingsduft von der Vivi. Und ich mag den nicht mehr. Es ist echt erstaunlich, wie sich das in den Jahren verändert, dass man einen Duft nicht mehr mag. Es wundert mich wirklich, dass ich den nicht mehr mag, weil das war mein absolutes Lieblingsparfum. Und jetzt, ja, mag ich ihn nicht mehr. Und da bin ich echt schockiert, wie sich das in den Jahren verändert. 2012 habe ich mit YouTube angefangen und wir haben 20 und ich mag den Duft nicht mehr. Und das ist echt schockierend. Wirklich schockierend, aber ja, mein Gott. Ich habe eh so viele andere Parfums, das ist jetzt nicht so das Drama, aber es wundert mich einfach, wie schnell sich das verändern kann. Ich muss immer gucken, dass ich da nicht irgendwo irgendwas kleben habe, was ich nicht kleben haben soll. Ich habe einen Lip Liner aufgebraucht von Primark, war. Den hat mir mal eine damalige, also nein. Nein, warte. Nein, nein, nein. Den hat mir eine Freundin geschenkt. Ja, ja. Ich weiß schon, wer das war. Ich wollte jetzt sagen, das war bei anderen, aber nein, ich weiß schon, wer das war. Und den fand ich okay, das war einer von Primark. Ich bin froh, dass er leer ist. Dann habe ich einen Moonspray aufgebraucht von Sensident. Den muss ich mir wieder nachkaufen. Das war nämlich der, der im Spind war. Und den brauche ich unbedingt wieder. Ich muss auch, glaube ich, Deo mitnehmen, wenn ich wieder arbeiten gehe. Moonspray wieder mitnehmen, wenn ich arbeiten gehe. Das ist mir alles kurz vor meinem Urlaub, ist mir das leer geworden. Was eh nicht schlecht ist, sage ich jetzt einmal. Oh, dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht. Da habe ich vollkommen vergessen, dass ich die noch habe. Ja. Den mochte ich nämlich extrem gerne. Das war der Melone-Badezusatz. Da war auch die Tante Mie so lieb und hat mir ein paar Backups mitgebracht damals, bevor der aus dem Sortiment gegangen ist. Dann habe ich ein kleines Reinigungsgel aufgebraucht. Das war das von Lancaster. Ich mag das. Ich mag das wirklich sehr gerne. Ich habe das auch in Original mal gehabt. Ich finde den Duft nämlich so gut. Aber ich habe so viel, dass ich es mir nicht nachkaufen würde. Ich muss wirklich mal meinen ganzen Scheiß aufbrauchen. Und ich habe wirklich genug Scheiß. Deswegen wird mal nichts nachgekauft. Ich habe jetzt eh auch in den nächsten Haul sündige ich eh extrem. Also ja, aufbrauchen ist jetzt mal bis Ende des Jahres, glaube ich, die Devise. Dann habe ich die Macaron-Maske aufgebraucht von Cathea Vera und die liebe ich. Die liebe ich. Die ist so gut und ich bin so traurig, dass es die nicht mehr gibt. Aber ich habe ein paar Backups. Man hätte es jetzt gewundert.
aber was soll's. Dann habe ich zweimal die Rosenampulle aufgebraucht. Die gibt es ja leider auch nicht mehr. Die habe ich mir dann reduziert gekauft. Beziehungsweise die hat mir jemand gebunkert, weil ich die unbedingt braucht habe. Ja, aber habe sie aufgebraucht und die gibt es nicht mehr. Aber es gibt andere, die auch gut sind. Also. Dann habe ich die Berry Smoothie Maske aufgebraucht. Da habe ich mir damals nur eine mitgenommen und gut war es. Die Verpackung ist mega, aber mir hat die Maske nicht gefallen. Mir hat die Maske wirklich diesmal nicht gefallen von Balea. Und die gibt es auch aktuell nicht mehr, also ja, nicht mehr erzählenswert. Dann habe ich die Probe von Dior aufgebracht, von J'adore. Und den finde ich schon gut, aber ich glaube, bin mir zu geizig, den mir zu kaufen. Da bin ich mir extrem zu geizig, mir den zu kaufen. Und irgendwie habe ich jetzt nicht so den Drang, dass ich den unbedingt in meiner Sammlung haben will. Ich meine, er ist gut, aber ihn hat doch jeder und das stört mich auch. Das ist auch so ein Parfum, den jeder hat. Deswegen mag ich ihn, glaube ich, auch nicht. Dann habe ich von Rival de Loup einen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht, weil ich ihn einfach da hatte und ihn einfach leer machen wollte. Der war aber nicht schlecht diesmal. Ich hatte mal einen, der urgebrannt hat und der war aber nicht schlecht. Aber ich komme eh nicht an Rival de Loup dran. Das hatte ich nur mal, ich weiß gar nicht, wann ich mir den mal gekauft habe. Fragt es mich nicht. Aber ich habe ihn gefunden in meinem Kasten und dann dachte ich, ich brauche ihn auf. Dann habe ich ein Serum aufgebraucht, dieses Super Aqua Serum von Guerlain. Das war gut. Das war wirklich gut, aber das ist so teuer. Ich habe mir das vor kurzem angeschaut, wie teuer das ist. Und ich glaube, wenn ich Pech habe, geht das sogar aus dem Sortiment. Also fangen wir damit gar nicht erst an, weil dann bringt sowieso nichts und ich habe eh genug Sachen. Dann habe ich eine Make-up-Probe aufgebraucht von dem Clinique Even Better und ich finde das gar nicht so schlecht. Für Leute, die was Leichtdeckendes haben wollen, finde ich das gar nicht so schlecht. Mir ist es halt zu wenig, weil ich habe immer diese Rötungen und meine Sommersprossen, die ich einfach nicht will, dass man sie sieht und deswegen ist es mir persönlich zu wenig. Dann habe ich einen transparenten Lip Liner aufgebraucht. Ich liebe den, den gibt es aber leider auch nicht mehr. Wer wundert's, der war von Essence. Habe ich sehr geliebt. Aber gibt's immer. Was soll ich machen? Kommen wir zu zwei Produkten, die ich noch in Originalgröße aufgebraucht habe. Sonst habe ich dann nämlich nur noch Masken. Einmal das L'Oreal Serum, von dem ich nicht mehr so begeistert bin. Ich habe nämlich diesmal dieses für sensible Haut gehabt und das hat bei mir gebrannt. Nicht so toll, würde ich sagen. Deswegen, ich meine, ich habe immer nur die Tester. Nachkaufen würde ich mir die L'Oreal Serum ehrlich gesagt nicht. Da bin ich ehrlich zu euch. Ich würde mir die Serum nicht nachkaufen, weil ich finde die nicht so gut, dass ich jetzt irgendwie einen Drang hätte, mir die nachzukaufen. Wirklich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Und hier habe ich einmal die Hyaluron Augenpads von Cadea Vera. Die habe ich mir auch nachgekauft, weil das war das, was ich damals auf der Schulung bekommen habe. Ich fand die so, so gut. Nur bei denen muss man leider liegen bleiben im Bett oder sich einfach irgendwie hinlegen und entspannen, weil die rutschen vom Auge runter. Aber die fand ich echt gut. Die fand ich wirklich, wirklich gut und ich habe sie mir auch nachgekauft. Dann habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht, die ich erst vom Action mir gekauft habe. Das Problem war bei der, ich finde, die riecht nicht nach Melone. Sie war gut, sie hat extrem Feuchtigkeit gespendet, was ich mega geil fand, aber sie riecht nicht nach Melone. Aber ich fand die Verpackung eben so süß. Also die Verpackung und die Wirkung war mega, aber sie riecht einfach nicht nach Melone. Und das finde ich extrem schade. Ich habe Gott sei Dank noch zwei Backups, weil ich habe sie beim letzten Action nicht gesehen. Aber die finde ich nicht schlecht. Für den Preis, meine ich, kann man jetzt nicht wirklich viel meckern. Der Duft fehlt mir halt, weil ihr wisst, ich bin ein Melonen-Junkie. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht von Lancôme. Sieht so aus. Ich bin froh, dass ich die noch einmal habe, weil die hat bei mir gebrannt. Das ist so ein Hydrogel gewesen. Das war jetzt keine Tuchmaske, sondern so eine gelartige Maske. Und die hat bei mir gebrannt. Und ich bin froh, dass ich die noch einmal habe. Ich habe die einmal von einer Schulung bekommen und einmal haben wir sie zugeschickt bekommen. Und deswegen bin ich extrem froh, dass ich die nochmal habe. Weil ich habe die nach dem Sonnenbaden verwendet, weil ich mir dachte, okay, das kann vielleicht nicht schaden, weil das eine Hydrogel ist und war keine gute Idee. Da, wo ich den Sonnenbrand hatte im Gesicht, hat das so angefangen zu brennen. Und deswegen bin ich echt froh, dass ich die nochmal habe. Das ist diese Genifique Hydrogel-Maske von Lancôme. Ich finde das schade, weil mich würde echt interessieren, wie ich die finde, wenn ich sie nochmal ohne Sonnenbrand verwende. Weil den Duft fand ich auch, glaube ich, gar nicht so geil, wenn ich jetzt ehrlich sein soll. Aber ich probiere sie noch einmal und sage euch dann mein
echtes Fazit davon. Ja, als letztes habe ich von Biotherm das Elixier aufgebraucht. Wenn ich mich zwischen dem Elixier und meinem, wie heißt denn dieses Ding, was ich so gern mag? Was ich aufgebraucht habe, auch dieses zum Kippen. Wie heißt denn das jetzt? Bin ich komplett deppert? Die Essenz, mein Gott. Wenn ich mich zwischen Essenz und Elixier entscheiden müsste, wäre es die Essenz, die ich mir eher noch kaufen würde. Das habe ich ja geschenkt bekommen. Ich hatte das sogar zweimal, also... ja, das eine habe ich aber einer Freundin geschenkt. Was mache ich mit so viel Zeug? Ich bin schon kleinweise am Verschenken. Ich versuch's. Ich weigere mich noch ein bisschen, aber ich versuche so ein bisschen meine Sachen auch zu verschenken. Weil sich mal eben andere drüber freuen. Und ich beschenke immer meistens die, die mir halt immer geholfen haben und immer zur Seite gestanden sind. Die beschenke ich dann meistens. Und ich hätte das ja zweimal gehabt, habe es aber einmal verschenkt, weil ich eigentlich nicht so begeistert davon bin. Es hat zwar die Rötungen minimiert. Bei meiner trockenen Haut hat es auch geholfen, aber manchmal hat es gebrannt. Überhaupt wenn ich Sonnenbrand hatte, hat es am nächsten Tag gebrannt. Ja, es soll ja nämlich gegen alles helfen. Es soll die Rötungen minimieren, gegen Trockenheit helfen. Das ist quasi so ein Alleskönner. Trockenheit, es ist für sensible Haut geeignet. Also es ist wirklich ein Alleskönner, das man einfach zu jeder Pflege dazu verwenden kann. So fand ich es nicht schlecht. Aber für den Preis, wie es kostet, habe ich andere Serum. Zum Beispiel das von Clarence, das Double Serum oder das Bifacil, das was man schütteln muss. Die beiden mag ich viel, viel lieber als das. Und meine Essenz von Biotherm, die liebe ich ja sowieso. Und da würde ich mir eher die Biotherm Essenz nochmal nachkaufen, wenn das ja auch so teuer ist, als das Elixier. Leider. Was ich schade finde. Ich verkaufe das urgerne, aber bei mir hat es halt nicht den Effekt. Und ich mag die Essenz einfach lieber. Also ich empfehle es trotzdem weiter, weil es hat mir ja doch geholfen. Bei den Trockenheitsdingern hat es auf jeden Fall gewirkt, also bei meinen trockenen Stellen. Ich habe keine Probleme mehr gehabt, seitdem ich das verwende. Ich habe nämlich noch eine kleine Größe und eine Probe habe ich noch von dem, die ich jetzt dann noch aufbrauche und dann ist es vorbei. Aber... vielleicht sehe ich dann den Effekt erst, wenn ich es nicht mehr verwende. Ich verwende das schon sehr, sehr lange. Ein halbes Jahr oder so? Halbes Jahr sicher. Und ich bin extrem lange mit dem auskommen. Und der Duft stört mich ein bisschen. Normalerweise bei Biotherm habe ich den Duft nicht so als Problem. Aber der Duft erinnert mich an meine Oma. Klingt jetzt vielleicht hart. Aber so haben mir immer ihre Haare duftet. Klingt vielleicht so scheiße jetzt, aber... das erinnert mich voll an meine Oma. So hat immer ihr Parfum gerochen. Und so will ich nicht, dass mein Gesicht riecht. Was ein großer Teil ist, warum ich das Produkt nicht nachkaufe. Weil es mich an meine Oma erinnert. Die war verstorben schon. Also nein, das muss ich nicht haben. Muss ich wirklich nicht haben. Aber es ist wirklich nicht schlecht. Für die Leute, die der Duft nicht stört und der Preis nicht stört. Und die eben zu kämpfen mit Rötungen, trockener Haut... sensible Haut, für das ist das Elixier wirklich gut. Ich verkaufe es auch gerne, aber für mich persönlich, wenn ich zwischen der Essenz und dem Elixier entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall die Essenz mehr kaufen und nicht mehr das Elixier. Da würde ich eher mein Geld ausgeben, sagen wir so. Weil ich andere Serum habe, die ich besser finde. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Aber verkaufen tue ich trotzdem gerne. Ich hoffe, das hat jetzt so ist jetzt so rausgekommen, wie ich es wollte. Sorry. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Es ist urwenig, finde ich, diesmal. Wirklich wenig. Viel weniger als vorher. In dem anderen aufgebraucht. Aber ja, man kann nicht immer so viel aufbrauchen. Und Juli war irgendwie nicht mein Monat. Aber wir sehen dich im nächsten Video wieder.